Gute Nacht, Chiru. Dein Kostüm gesehen. Ha, ha, super lustig. Nein, ich bin zum Portal und ein richtiger Alien kam raus, ein ganz echter. Er hat im Garten einen Wald wachsen lassen. Wir haben getanzt und er hat Chiru, Chiru gerufen. Da waren Glühwürmchen und er hat Erdbeermilch getrunken. Was, dieser Alien trinkt Erdbeermilch? Das ist bestimmt irgend so ein galaktisches Monster von weit hinter Pluto. Schön, ich beweise es. Wie erklärt ihr euch das? Hä? Blossom, Waschbären sind keine Weltraum-Aliens, obwohl sie echt super niedlich sind wie nicht von dieser Welt. Genau hier hat er einen Baum wachsen lassen und dort haben wir mit den Glühwürmchen getanzt. Wo ist denn das bloß alles hin? Könnte es sein, dass du alles vielleicht, nur vielleicht, irgendwie geträumt hast? Nein, Chiru gibt es wirklich. Wartet, ha, das ist es. Ich werde ihn rufen, ja. Chiru, Chiru, Chiru. Mal, ich glaube, es gibt eine wirklich gute Erklärung für alles. Ach ja? Ja. Du hast eine Meise. Chiru gibt es wirklich. Und wo ist der Beweis? Du hast es doch selbst gesagt. Wenn man was nicht sehen kann, dann existiert es auch nicht. Aber es gibt ihn doch. Du wirst Chiru noch sehen. Ich werde es beweisen. Das werdet ihr noch sehen. Chiru! Na gut, ich bin raus. Du sagst es, Ignatius. Was machst du? Los, dieser Alien-Kram hat anfangs noch Spaß gemacht, aber jetzt wird es allmählich ein bisschen verrückt. Ist es etwa verrückt, Beweise zu suchen? Ist es verrückt zu wissen, was es da draußen wirklich gibt? Ist es verrückt, einen Waschbären als Napoleon zu verkleiden? Irgendwie schon. Ihr lenkt mich nur ab. Oh, schon wieder der blöde Gong? Ich mach jetzt weiter. Barry Macherbacher, paranormaler Ermittler und Geistologe. Also, Blossom, erzähl mir von diesem Alien, den du gesehen hast. Er kam aus dem Portal, er besitzt magische Kräfte und er riecht nach Zimt-Mokka-Shake. Nach Zimt-Mokka-Shake, aha. Gibt es Chiru jetzt wirklich oder nicht? Schwer zu sagen. Der Alien, den du Buttercup beschrieben hast, sieht nicht so aus wie das Wesen aus den xanchronischen Nebeldämpfen. Wäre eines von denen durch das Portal gekommen, hätte es eher so ausgesehen. Tatsächlich? Ich dachte, es würde eher so aussehen. Sieht aus wie ein Job für Barry Macherbacher, paranormaler Ermittler und... Ignatius, Hilfe! Oh, ich fürchte, das hier ist ein zweites Waterloo. Dann zieht uns hinein! Wenn wir durch das Portal gehen, ist das dann schlecht? Ja, aber nur, wenn du deine Organe behalten willst! Okay, Bloss, jetzt pfeift Chiru zurück. Das ist nicht Chiru. Ja! Wendy Q. Dellen darüber gesprochen hat, dachte ich, das hier wäre ein riesengroßer Schritt in Richtung wissenschaftlichen Fortschritts. Aber hier gibt es nur alberne Spiele.
Und sie haben nichts mit Wissenschaft zu tun. Ich habe versucht, mit Camp-Direktor Joey darüber zu sprechen. Aber er hat nicht zugehört. Ach, das ist echt frustrierend. Ich verstehe nicht, was Dr. Dan hier so toll gefunden hat. Wie auch immer, wir sprechen ja bald miteinander. Alles, liebe Blossom. Kein Netz? Hey, Blossom, warum kommst du nicht mit uns zur Bastelstunde? Ich habe eine Rakete aus Papier und Glitzer gemacht. Ich habe ein Müllmonster gebastelt, und zwar aus Müll. Nein, danke. Lieber nicht. Aber du hast die ganze Woche noch nichts unternommen. Ja, jetzt komm. Ohne dich ist es nur der halbe Spaß. Komm schon, Bloss. Bloß spiel mit uns. Bla, 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 bla. Ah, stopp! Glaubt ihr, Dr. Wendy Q. Dan wäre die Wissenschaftlerin geworden, die sie ist, wenn sie nur gespielt hätte? Okay, verstanden. Hier ist es anders, als du erwartet hattest. Aber du kannst doch trotzdem Spaß haben. Hat hier jemand Spaß gesagt? Hey, Mädels, jetzt ist es Zeit für den Lagerfeuerrummel. Nein, danke, Joey. Schön, Blossom. Dann bleibst du eben hier. Du weißt gar nicht, was du versäumst. Weltraumcamp, das ist keine echte Wissenschaft. Raketenmuseum? Geschlossen aufgrund von mangelnder Finanzierung / Interesse? Wow! Das ist ja echt der Wahnsinn! Wow! Ein Nachbau der Apollo-Rakete! Ich habe alles darüber nachgelesen! Wäre das hier eine echte Rakete, würde man da drücken und dort und hier und da. Raketenstart initiiert. Start in 5. Warte, was? 3, 2. Das ist ja gar kein Nachbau! Wow! Was ist das? Wow! Kommandokapsel stabil. Start abgeschlossen. Wow! Das ist ja unglaublich! Bubbles Buttercup, habt ihr das gesehen? Ach so, ja, die sind ja nicht da. Naja, das macht nichts. Ich habe hier draußen noch so viel zu lernen. Ich meine, das ist wirklich irre und spannend und so still. Und einsam. Wagencamp an Captain Bloss. Was du gewollt hast, hast du jetzt. Willst du es wirklich? Überleg noch. Findest du es ideal? 5, 4, 3, 2, 1. Blossom, wolltest hoch hinaus, dein Weg führt dich ins All. Nun mach das Beste draus. Du bist Blossom, findest du es toll, die Blechbüchse zu steuern? Du fragst dich, was das soll. Du lernst gern zum Glück. Doch nun kehrt zurück. Blossom, hab doch einfach Spaß. Hallo, ich bin Dr. Wendy. Und du sitzt hier gerade in einem echten Raumschiff, das die NASA dem Camp gespendet hat. Möchtest du etwas wissen? Ohne dieses Camp wäre ich niemals die geworden, die ich heute bin. Denn ich habe gelernt, dass Arbeit wichtig ist. Aber die Zeit, die wir mit Freunden verbringen, ist noch viel wichtiger. Also hab keine Angst, ein Kind zu sein. Diese Chance bietet sich nur einmal. Wagencamp an Captain Bloss, nun kehr zurück und habe Spaß. Kannst du mich hören, Captain Bloss? Kannst du mich hören, Captain Bloss? Bitte melden. Siehst du dort den Weltraumkraken? Du siehst ihn, nicht wahr? Zum Greifen nah. Wird, hab ich doch trotzdem Spaß. Diesen Krotax-Kristall zu klauen, war ein Kinderspiel für den Bronze-Boogie-Boarder. Den nehme ich. Tut mir leid, ich wurde abgelenkt. Verbrecherjagd im All ist ein Vollzeitjob.
Bubbles gräbt zwar gern Knochen aus, aber irgendwas ist da doch faul. Ich muss mir das mal ansehen. Sie sind alle gefesselt. Mopsgesicht, Polly! Und der Staubsauger ist draußen. Buttercup, du musst deine Familie retten. Aber halt, wenn die rauskriegen, dass ich gar nicht im All war, verliere ich eine Billiarde Dollar. Und Mama braucht diese Billiarde Dollar. Jetzt geht's los. Der Name des Spiels lautet Binockel. Hey, was war das? Bubbles, hast du schon wieder die Garage offen gelassen? Da kommen die Waschbären rein. Ich weiß. Deshalb habe ich's getan. Depper Down Doberman, los, such die Waschbären und mach sie fertig. Mit Vergnügen. Passt auf, ihr flegelhaften Waschbären. Kommt ganz schnell raus, dann werde ich mich sofort um euch kümmern. Ha? Los, zeigt euch. Wer ist da? Dein schlimmster Albtraum. Depper Dan, bitte kommen. Er antwortet nicht, Boss. Oh, da oben sind also auch ein paar Waschbären. Oh, der kennt mich zu gut. Terrier-Drillinge, bringt sie in die Reinigung. Wird gemacht, Boss. Der Schrank ist leer. Und am Tisch ist auch nichts. Alles klar hier drüben. Terrier-Drillinge? Terrier-Drillinge! Boss, Sie antworten nicht. Ich dachte, ihr habt gesagt, dass sonst niemand im Haus ist. Ja, genau. Und ich kann nicht lügen, du siehst so niedlich aus. Hört mal her, Bande. Ich möchte, dass ihr die ganze Bude hier durchsucht. Und wenn ihr jemand findet, macht das mit ihm. Was? Warum wurde Terminbotter mit Schmerzfunktion programmiert? Maxi? Rocco? Frenchy? Oh. Was ist mit deinen Jungs passiert? Ihnen geht's sicher gut. Ja, die trinken vermutlich mit den Waschbären ein Tässchen Tee. Mir reicht's jetzt mit euch. Ihr bleibt hier drin, ich kümmere mich um das Problem. Geralt! Jetzt kümmere ich mich ums Geschäft. Hä? Po-Schnüffler, komm schon. Das ist offensichtlich eine Falle. Halt dich von der Falle fern, Po-Schnüffler! Nein! Wirf nicht mal einen Blick darauf, Po-Schnüffler! Portius O-Schnüffler! Po-Schnüffler! Nein! Lass die Familie Jutonium frei. Wer ist das? Diese Stimme kommt mir bekannt vor. Ach ja? Wer spricht da? Ich hab keine Angst vor dir, ich hab die Beißer! Wie wär's, wenn wir das besprechen? Beim Abendessen! Nusch. Heute ist nicht Terminbotters Tag. Da braucht es schon mehr, um Mopsgesicht Polly aufzuhalten. Na, na, na! Du kannst vielleicht gut bellen, aber ich kann beißen! Ah, ah, ah. Klingt ja irre da draußen! Ah, 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 ah. Überraschung! Ah, du bist es also, die Graue. Dann heißt es jetzt, beiß wohl. Ah! Böser Hund! Zurück! Böser Hund! Böser Hund! Sitz! Beifuß! Stopp! Was? Was ist das da? Oh! Weg mit dir! Weg mit dir! Du schuldest mir eine Billiarde Dollar.